Ja, als drittes und letztes Beispiel für die Anwendung von linearer Algebra, in diesem Fall in der Realität, wollen wir uns diesmal die Eigenwerte bzw. Eigenvektoren einer Matrix anschauen. Wenn ich Studierende frage, wie sie definieren, was ist ein Eigenwert, dann höre ich ganz häufig die Antwort, naja, das ist die Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch, ja, das ist mathematisch absolut richtig. Aber wenn das Ihre Vorstellung ist, dann frage ich Sie, wie wollen Sie jemandem, der nicht so mathematikaffin ist, klar machen, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass das wirklich ein wichtiger Begriff ist? Die andere Frage ist, wenn das Ihre Definition ist, wie wollen Sie das denn eigentlich ausrechnen? Typischerweise haben wir schon gesehen, Matrizen sind groß, durchaus mal gerne 100.000 mal 100.000. Wir werden gleich noch ganz andere Größenordnungen sehen. Und das charakteristische Polynom hat dann den Grad 100.000. Also haben Sie dann die Aufgabe, erstmal das charakteristische Polynom zu berechnen. Da werden Sie schon feststellen, das dauert so ungefähr so lange wie das Alter der Erde. Und anschließend müssen Sie die Nullstellen dieses Polynoms vom Grad 100.000 ausrechnen. Und Sie haben, ich sage Ihnen, Sie haben überhaupt keine Chance. Ja, das geht überhaupt nicht. Das heißt also erstmal, wir müssen uns was anderes einfallen lassen und wir müssen die Frage beantworten, warum ist so eine Berechnung der Eigenwerte einer Matrix, warum ist das überhaupt relevant für die Praxis? Wir werden uns ein spezielles Beispiel anschauen und das ist der sogenannte Google PageRank Algorithmus und darauf möchte ich jetzt hier ein bisschen eingehen. Ja, also ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also das ist das, was ich normalerweise an der Tafel anschreiben würde. Das ist also der Google PageRank Algorithmus. Und die Idee dahinter ist, wir haben einen ganzen Haufen von Webseiten und wir wollen diese Webseiten ordnen der Wichtigkeit nach. Ja, also wir haben meinetwegen in einem Suchergebnis 20 Webseiten gefunden und wir wollen sagen, welches ist das Wichtigste davon. Und dazu bewertet Google im Vorhinein jede einzelne Webseite auf ihre Wichtigkeit. Und in dieser Reihenfolge werden dann tatsächlich die Webseiten auch, auch angezeigt. Der Grundalgorithmus dahinter ist so ein alter Algorithmus, ein Paper von 1998, in dem die beiden Gründer von Google damals noch an der Uni in Stanford beschrieben haben, wie man so etwas machen könnte. Und sie haben dann Stanford verlassen und haben das tatsächlich implementiert. Und das wurde wirklich auch die Grundlage von Google und von Googles Algorithmen zur Bewertung von Webseiten. Okay, also Aufgabe ist klar. Wir haben einen ganzen Haufen Webseiten und wir ahnen schon, das sind viele. Ja? Also verdammt viele Webseiten. Und wir wollen die der Wichtigkeit nach ordnen. Die Grundidee dabei ist, eine Webseite ist wichtig, wenn sie von wichtigen Seiten verlinkt wird. Und das klingt zunächst mal so, als beißt sich das in den Schwanz und ein bisschen ist es auch tatsächlich so. Ich schaue mal hier so, die Grundidee ist in dem Paper angegeben und ich versuche das mal zu vergrößern. Ja, das funktioniert im Augenblick nur so halb. Ja, okay, da ist es. Nehmen wir mal an, Wichtigkeit ist eine Zahl. Und dann, was meine ich dann mit, eine Seite ist wichtig, wenn sie von wichtigen Seiten verlinkt wird? Hier haben wir mal vier Seiten angegeben. Ja, also das ist hier, Seite 1, 2, 3 und 4. Und Seite 1 und 2 haben aus irgendeinem Grund eine Wichtigkeit von 100 bzw. 9. Diese Seite mit 100, die verlinkt auf zwei weitere Seiten. Und diese Seite mit 9 Punkten, mit der Wichtigkeit 9, die verlinkt auf drei weitere Seiten. Und entsprechend der Anzahl der Links, die sie hat, also bei 102 und bei den 9 hier unten 3, geben die diese ihre eigene Wichtigkeit weiter. Ja, das heißt also, die beiden Seiten, die verlinkt werden, die bekommen praktisch eine zusätzliche Wichtigkeit von 50 jeweils. Ja, diese 100 werden durch die beiden Links, die da ausgehen, geteilt. Das heißt, die können noch verteilen eine Wichtigkeit von 50 und diese beiden Webseiten hier vorne, die bekommen die dann.
Okay, diese Webseite mit 9 Unten hat 3 ausgehende Links. Das heißt also, pro Link hat das eine Wertigkeit von 3. Und diese 3 Punkte verteilt diese Seite mit den 9 Punkten einmal nach hier oben, ja, und dann an 2 weitere Seiten, die hier nicht weiter angegeben sind. Okay, gut, also das ist die Hauptidee. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt diese Wichtigkeit mit den 100 und mit den 9 hier vorne? Und das wollen wir uns anschauen an einem viel, viel einfacheren Beispiel. Und zwar nehmen wir mal an, unser ganzes Web, unser gesamtes Internet besteht nur aus 3 Seiten, nämlich aus den 3 Kreisen hier, also Seite 1, Seite 2 und Seite 3. Und die Linkverhältnisse sind hier mal dargestellt. Das heißt also, die Seite 1 und die Seite 2 verlinken sich gegenseitig. Die Seite 1 und die Seite 3 verlinken sich gegenseitig. Und die Seite 3 verlinkt zusätzlich noch auf die Seite 2. Okay, wir wollen diesen 3 Seiten jetzt eine Wichtigkeit zuordnen. Ehrlich gesagt, so ganz klar ist mir das gar nicht, was jetzt die wichtigere Seite wäre oder was die wichtigste Seite wäre. Aber wir können das, was wir vorhin gemacht haben hier vorne, was wir uns an dem Beispiel hier vorne angeschaut haben, das können wir jetzt hier einfach mal hier durchexerzieren. Naja, also die Seite W1, die Seite 1 hier vorne, die wird von 2 Seiten verlinkt, nämlich von diesem W2 und von dem W3. Dieses W2 hat nur eine Seite verlinkt, nämlich das ist genau diese Seite W1. Die Seite W3 hat 2 Seiten verlinkt, nämlich die Seite 1 und die Seite 2. Okay, gut, das heißt also, die Seite 2 gibt ihre ganze Kraft ab an diese Seite 1. Die W3 und die Seite 3 hier unten gibt die eine Hälfte auf die Seite 1 und die andere Hälfte auf die Seite 2. Das heißt also, wir haben die Wichtigkeit von 1, die sollte sein die Wichtigkeit von 2, plus die Hälfte der Wichtigkeit von W3. Ja, also diese Wichtigkeit dieser Seite sollte sich zusammensetzen aus der Wichtigkeit dieser beiden Seiten und hier geteilt durch 2, weil der seine Wichtigkeit aufgeteilt hat. Entsprechend, Seite 2 wird 2-mal verlinkt, nämlich einmal hier von der Seite 1 und von der Seite 3. Die haben beide 2 Links. Das heißt also, die Wichtigkeit von 2 setzt sich zusammen aus der Hälfte der Wichtigkeit von W1 plus der Hälfte der Wichtigkeit von Seite 3. Und entsprechend die Seite 3, die wird nur einmal verlinkt, nämlich von hier. Das heißt also, die bekommt die Hälfte der Wichtigkeit dieser Seite. Okay, wenn ich jetzt mal einführe als W den Vektor W1, W2 und W3, und das soll einfach der Vektor der Wichtigkeiten halt sein, dann kann ich das als eine Matrixgleichung schreiben. Da steht nämlich nichts anderes als W ist gleich, ja, diese Matrix hier vorne 0, 1, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 1,5, 0, 0 mal W. Ja, also das muss dieser Vektor der Wichtigkeiten muss diese Gleichung hier vorne erfüllen. Okay, erstmal haben wir schon ein Problem. Wir sehen schon mal, also W gleich 0 tut schon mal. Ja? Also das muss man schon mal irgendwie aufschließen. Also W gleich 0 wäre eine Lösung, aber allen Seiten die Wichtigkeit 0 zu geben, macht keinen Sinn. Aber wir können was anderes sehen. Nämlich, wenn gilt W gleich A mal W, und diese Matrix hier habe ich jetzt einfach mal A genannt, dann heißt das nichts anderes als, W ist ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 1. Okay. Das heißt also, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Eigenvektoren dieser Matrix zum Eigenwert 1 berechnen. Oder einer reicht natürlich. Ja? Also alle Vielfachen sind dann natürlich auch Eigenvektoren. Okay, also zunächst mal ist die Frage, hat diese Matrix, die hier vorne steht, überhaupt den Eigenwert 1? Und das kann man sehr schnell sehen. Die Spaltensumme hier vorne ist jeweils 1 und alle Werte, die hier stehen, sind nicht negativ. Und ja, da zeigt man sofort, dass so eine Matrix hat den Eigenwert 1 und unter ganz laxen Annahmen hat sie diesen Eigenwert 1 auch tatsächlich nur einmal. Ja? Also das heißt, da gibt es nicht einen Eigenraum, der größer ist. Okay, also erstmal 1 ist ein Eigenwert und was man auch sofort zeigt, 1 ist ein betragsmaximaler Eigenwert. Das heißt, alle anderen Eigenwerte sind kleiner als 1 und auch
Das sind alles Sachen, die wir in der Vorlesung zeigen werden. Ach so, und noch eine Bemerkung: Wenn die Spaltensumme gleich 1 ist, nennt man diese Matrizen auch eine stochastische Matrix. Und ja, also alle Eigenschaften, die wir hier bekommen, sind tatsächlich eigentlich Eigenwerte von stochastischen Matrizen. Okay, das heißt also, die Aufgabe beim Google PageRank-Algorithmus ist eigentlich mathematisch: Suche den Eigenvektor dieser Matrix oder einer Matrix zum betragsmaximalen Eigenwert. Okay, ganz kleine Bemerkungen dazu. Das ist so die eigentliche Idee dahinter. Man stellt in der Implementation fest, es gibt ein oder zwei Probleme und deshalb kam, und das ist eigentlich die gute Idee in diesem Paper, kam Page und Brin auf die Idee zu sagen, naja, wir modifizieren das Ganze ein bisschen und sagen, jede Seite gibt einen Teil der Wichtigkeit auch an sich selbst ab. Ja, das heißt, das ist gemein, wenn sich die Wichtigkeit einer Seite nur aus den anderen Seiten zusammensetzt, sollte vielleicht auch jede Seite ein bisschen an Wichtigkeit an sich selbst abgeben. Und dann erhält man diese Gleichung hier, also zum Beispiel für W1 ist 1 minus D mal W1 plus D mal W2 plus W3 durch 2. Also vorher hatten wir nur das W3 plus W3 durch 2 und jetzt setzt sich das zusammen aus einem Anteil von der eigenen, wo die Wichtigkeit der Seite selbst drin liegt und einem Anteil, der aus der Matrix kommt. Okay, der aus den anderen Webseiten kommt. Okay, das heißt, die Matrix sieht dann ein bisschen anders aus. Diese Idee kann einem ein bisschen obskur vorkommen, aber es stellt sich heraus, wenn man diese eigentliche Idee oben genommen hätte, hätte man numerisch keine Chance gehabt, den Eigenvektor auszurechnen. Und durch diesen kleinen Trick, den man hier hat, stellt man fest, naja, mit diesem Trick ist es tatsächlich möglich, den Eigenvektor auszurechnen. Okay, wie berechnet man W? Naja, also das ist jetzt also die Frage, wie berechnet man den Eigenvektor zu einem betragsmaximalen Eigenwert? Und da werden wir tatsächlich eine Methode kennenlernen. Das ist die sogenannte Potenzmethode. Und ja, also man stellt fest, die konvergiert. Also es ist ein iteratives Verfahren. Das heißt, man berechnet eine Folge. Die Folge konvergiert gegen den gesuchten Eigenvektor. Und naja, man stellt fest tatsächlich, das ist in diesem Zusammenhang tatsächlich ausführbar. Dass das wirklich ausführbar ist, ist eigentlich ein großes Wunder. Denn ich habe vorhin gesagt, naja, also diese drei Webseiten, die wir hier oben stehen haben, die ergeben dann also eine 3x3-Matrix. Und unsere Aufgabe ist halt, die Eigenvektoren und Eigenwerte dieser 3x3-Matrix auszurechnen. Das heißt, einer reicht eigentlich. Ja? Okay, bei 3x3 ist das irgendwie kein Problem, aber wie sieht es denn in der Wirklichkeit aus? Ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, war aus 2009. Da hatte diese Matrix eine Größe von 30 Milliarden. Das heißt also, 30 Milliarden Webseiten wurden damals untersucht und in diesen Algorithmus reingesteckt. Das heißt also, die Matrix hatte eine Größe von 30 Milliarden mal 30 Milliarden. Und da sehen Sie jetzt auch so langsam, warum es wenig Sinn macht zu fordern, das charakteristische Polynom dieser Matrix auszurechnen. Das hat dann erstmal 30 Milliarden Koeffizienten und der maximale Grad ist 30 Milliarden. Ja, Sie haben einfach überhaupt keine Chance. Ja? Das heißt, man muss sich was anderes ausdenken. Und ich glaube, hier wird es einmal wirklich sehr klar, dass auch Effizienz eines Algorithmus auch wichtig ist, neben der Korrektheit. Also es muss natürlich das richtige Ergebnis rauskommen. Aber wenn ich es nicht ausrechnen kann, wenn ich es einfach nicht mal hinschreiben kann, das Problem, dann nutzt es mir überhaupt nichts. Und ja, wir werden tatsächlich einen Algorithmus kennenlernen, der trotzdem in der Lage ist, das zu tun.